Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich für euch Nudelsalat aus Vietnam. Das ist super lecker. Für das ganze Rezept klicken Sie auf unsere Webseite. So, machen wir jetzt anfangen. Jetzt koche ich die Wasser. Ein bisschen Salz. Getrocknete Sojaschnitzel. Das Sojaschnitzel weich kochen. So, das Bete gekocht. Kochwasser spülen und festdrücken. Das Sojaschnitzel ist sehr wichtig, so sehr festdrücken, sonst der Geschmack kommt nicht innen. Weiter, Kokosmilch. Das die Mentenblätter ist hier weg. Dieses Gericht braucht so viel. Die Mentenblätter wegen der Geschmack sehr stark. Alle im Mixer. Weiter schneide ich Limonenglas. Das Zitronenglas schmeckt super. Alle im Mixer fein pürieren. Also, Zitronenglas sollte sehr, sehr fein pürieren, sonst ist es nicht lecker für Essen. Zusammengeben. So, alle gut vermengen. Circa 10 Minuten stehen lassen, wo das Sauce alle ziehen innen. Weiter ein bisschen Kokosöl in die Pfanne. Weiter das Schnitzel anbraten, bis es knusprig ist. Voilà, jetzt ist gut. Weiter mache ich die Sauce. Das Kokoswasser. Und weiter schneide ich die Chili. Ganz einfach fein schneiden, alle dazu. Weiter die Mente reiben. Dieser Geschmack ist sehr lecker für die Salatsauce. Frisch Geschmack. Und weiter nehmen die Saft. Weiter Tamari-Sauce. Und Yakon-Sirup. Für das Sauce ein bisschen rohen Geschmack. Salz. Und Schwarzpfeffer. Alle gut mischen. Also, jetzt biete ich an. Reisnudeln habe ich schon gekocht. Ein bisschen Reisnudeln und Mungosbosse, ich habe kurz bronchiert. Das geröstete Erdnuss. Erdnuss dazu, das Geschmack sehr gut. Das Thai-Basilikum, das Geschmack super gut. Und Pfefferminz. Ein bisschen schneiden und auch dazu noch Koriander. Dieses Gericht braucht viele Kräuter und Geschmack super. Weiter das Sauce abgießen. Gut, am Schluss knusprig Sojaschnitzel dazu. So, eine schöne Vietnamese Salat fertig. Jetzt probiere ich. Alle gut vermengen. Frisch Kräuter Geschmack und süß, sauer und pikant. Natürlich nur das knusprig. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, klicken unsere Website Lebzeit nachschauen. Tschüss, bis anders, Mom.